Aus dem Jakob-Kaiser-Haus zugeschaltet ist jetzt die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Frau Roth, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Simon. Frau Roth, wie haben Sie denn vom Tod von Thomas Oppermann erfahren? Ja, ich habe heute Morgen sehr, sehr früh davon erfahren. Es war kurz nach 6 Uhr und dann erwachst du und erlebst plötzlich so einen fassungslosen Moment. Und der Satz, es wird jemand aus dem Leben gerissen, der bekommt plötzlich so eine direkte Bedeutung. Und du merkst, wie nahe der Tod am Leben ist und wie weit wir den Tod immer verdrängen. Also ich habe es fassungslos hingenommen, weil ich noch vor wenigen Tagen zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen vom Präsidium eine Telefonkonferenz hatte, einen putzfidelen, munteren Thomas Oppermann bei dieser Telefonkonferenz erlebt habe. Also es ist absolut traurig und wir sind alle unter Schock. Ist denn bekannt, ob Oppermann möglicherweise unter einer schweren Krankheit litt? Hat er da selbst vielleicht mal Andeutungen gemacht? Nein, ganz im Gegenteil. Thomas Oppermann war ein sehr vitaler, aktiver Mensch. Er war der Vorsitzende des Bundestagsfußballvereins. Er hat selber Sport betrieben. Er war am Wandern. Also er hat sehr auf seine körperliche Fitness geachtet. Und es gab überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass er eine Krankheit hat. Überhaupt nicht. Und er hat sich auch viel vorgenommen. Es war ja ein Schritt, dass er gesagt hat, er kandidiert nicht noch einmal für den Deutschen Bundestag und wollte jetzt seine Arbeit als Vizepräsident noch mal so richtig voll ausleben, indem er Brücken gebaut hat zu Parlamenten in anderen Ländern, in Großbritannien, in Italien. Und ich glaube, er hat sich wirklich ziemlich viel vorgenommen für die Zeit nach dem Parlament. Auf jeden Fall war das noch mal von ihm gedacht als ein Neubeginn. Sie kannten sich ja durch Ihre Arbeit als Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages gut. Wie haben Sie ihn denn da ganz persönlich kennengelernt? Konnte man mit ihm gut streiten, aber auch genauso gut lachen? Ja, man konnte mit ihm sehr gut lachen, man konnte mit ihm auch sehr gut streiten, aber auf einer sehr zivilisatorischen Art und Weise. Er hat natürlich der SPD ein Gesicht gegeben und eine Stimme gegeben, als eine der großen Persönlichkeiten der deutschen Sozialdemokratie. Und er war im Präsidium ein Kollege, dessen Herz gebrannt hat für den Parlamentarismus, für die Stärkung unseres Parlaments, auch gegenüber den Exekutiven. Und er hat alles dafür getan, um dem Rechtsstaat eine Stärke zu verleihen und gegen jede Form von Rechtsextremismus und Rassismus anzugehen. Im Präsidium waren wir und war Thomas Oppermann einer derjenigen, der ganz parteiisch war, aber parteiisch eben nicht für eine Parteipolitik, sondern parteiisch für unsere Demokratie, für die demokratischen Institutionen, für unser Parlament als der Herzkammer unserer Demokratie. Gibt es denn auch möglicherweise ein ganz besonderes Erlebnis, das Sie persönlich mit Thomas Oppermann verbindet, so wie Sie ihn dann in Erinnerung behalten werden? Ja, ich habe mich natürlich immer ein bisschen lustig gemacht über den Fußballverein des Deutschen Bundestags und habe gesagt, warum müssen wir euch Reisen genehmigen, wenn ihr dauernd verliert? Also wir haben uns da so ein bisschen geträtzt. Aber er war eben jemand, der für ihn auch das Leben jenseits der Politik eine große Rolle gespielt hat. Er war kein Kader, er war nicht eng, er war sehr weit. Und ich habe mit ihm auch erlebt, dass man mit ihm zusammen ziemlich viel tun konnte im Rahmen des Kunstbeirats des Deutschen Bundestags für die Förderung von junger, von frecher, von provozierender Kunst. Also er wird uns allen sehr, sehr fehlen. Vielen Dank, Frau Roth, für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen weiter viel Kraft in dieser schweren Zeit. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.